Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Spezialausgabe der Short Nerd News. Und heute soll es nochmal explizit um Artikel 13 gehen. Warum gerade heute? Weil sich für heute kurzfristig eine Demo angekündigt hat, und zwar in Köln. Das blende ich euch hier mal ein. Die Demonstration in Köln gegen Artikel 13 findet heute, also am 16.02.2019, am Neumarkt um 13.30 Uhr statt. Da werden auch einige YouTuber hinkommen, zum Beispiel Herr Newstime und der Revinzeit. Und ja, ihr solltet auch dahin gehen. Nicht unbedingt wegen dem Fan-Treffen, sondern um Artikel 13 noch zu verhindern. Und am 23. März haben sich jetzt schon ganz, ganz viele YouTuber angekündigt in Berlin. Die werden auch zu dieser Demonstration hingehen und werden da mal richtig Rabatz machen. Also das heißt natürlich alles im friedlichen Sinne. Unter anderem auch Herr Newstime, Tanzverbot und noch viele weitere. Das heißt, kommt da unbedingt hin. Auch Brammen wird dabei sein, also von Pietsmeet. Also da wird auf jeden Fall einiges möglich sein. Wie gesagt, demonstriert da ernsthaft. Das ist wie gesagt kein Fantreffen. Aber ich gehe davon aus, wenn diese YouTuber Interesse daran haben, da unbedingt aufzukreuzen, ist es, glaube ich, auch besser für uns alle, wenn wir da auch aufkreuzen. Aber ich will noch mal einen kleinen Fakt streuen, der heute vorgekommen ist. Es haben sich ein paar Wendungen ergeben in Sachen Artikel 13, die momentan wahnsinnig interessant sind. So hat zum Beispiel der Herr Bernd Althusmann direkt aus der CDU sich nun zu Artikel 13 geäußert. Und er sagt, im Koalitionsvertrag haben sich CDU, CSU und SPD gegen Uploadfilter ausgesprochen. Diese würden das Internet, wie wir es heute kennen, grundlegend verändern. Für mich hat die Meinungsfreiheit Vorrang. Es ist nicht zu spät, die EU-Urheberrechtsreform in dieser Form zu stoppen. Und natürlich konnte Herr Axel Voss dann seine Finger nicht davon lassen und hat sich auch nochmal dazu geäußert. Schön, dass sie Eigentumsrechte in den Dreck ziehen. Das wird unsere Kreativen freuen. Zumal wir gar keine Filter im Text haben, bitte mal vorher kundig machen. Und Herr Axel Voss hat sich, wie im letzten Video schon gezeigt, kein Zentimeter bewegt. Überhaupt kein. Ist überhaupt nicht von seiner Position abgerückt. Was er ja vielleicht auch nicht muss, denn er hat das Ding ja auf den Vormarsch gebracht. Aber er wirkt so ein bisschen, als wäre er jemand, dem man gerade die Pistole auf die Brust drückt. Und wenn das nicht funktioniert, dass dann jemand abdrücken würde, theoretisch. Also das ist momentan schon ziemlich krass. Und natürlich haben sich auch einige YouTuber darunter gemeldet. Ich unter anderem, aber auch Domi und aber auch Klengarn. Als Beispiel habe ich den hier mal genommen. Hallo, ich bin einer dieser Kreativen. Ich freue mich überhaupt nicht, aber das ist ihnen wahrscheinlich egal, weil wir ihnen das schon lange genug sagen. Und so sieht es momentan auch meines Erachtens aus. Aber wir haben natürlich auch noch ein weiteres wunderschönes Ding. Und damit hat sich die CDU mal wieder so ein bisschen ins Ausgeschossen. Denn der Herr Sven Schulze hat sich nun mal nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, jetzt kommen wieder sekündlich Mails zum Thema Uploadfilter und Artikel 13 rein. Mal ganz davon abgesehen, dass diese inhaltlich nicht richtig sind, stammen alle von Gmail-Konten. Mensch Google, ich weiß doch, dass ihr sauer seid, aber habt ihr diese Fake-Aktion wirklich nötig? Und jetzt stelle man sich mal vor, jeder YouTube-Account basiert auf einem Google-Account. So ein Wunder, dass gerade so viele Sachen von Gmail-Konten kommen. Es zeigt wieder mal, dass viele, die damit irgendwie d'accord gehen, die dafür gestimmt haben, leider nicht wirklich die Ahnung davon haben, was man da eigentlich anrichtet. So, das war jetzt eine ziemlich negative News, aber ich wollte euch nochmal klar machen, wer darüber gerade entscheidet. Und es ist wichtig, dass ihr morgen nach Köln geht und am 23. nach Berlin, also das heißt morgen den 16.02. und nach Berlin am 23.03. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.